Willst du eigentlich deine Kamera einschalten oder? Nö, lieber Telefon. Wenn das wäre mir lieber. Ich habe gerade noch im Keller was gepasst. Ich bin jetzt eher so auf dem Arbeitsmodus. Lo acabas de oír, aunque se había concertado una cita, de alguna manera irrumpí en la vida privada de Marcos con mi llamada. Él acababa de estar trabajando en el sótano de su casa y me dijo que no se encontraba lo suficientemente presentable para la cámara de su iPhone en ese momento. Pero esto también ofreció una buena oportunidad para tener una conversación muy relajada con él, se podría decir, un poco más íntima que si la cámara hubiera estado encendida. Hallo Markus, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat mit diesem Interview. Und zunächst mal die Frage, wie geht's dir? Ja, wunderbar, alles gut. Wir dürfen wieder spielen, wir sind unterwegs, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Alles wunderbar, mir geht's bestens. Super, das freut mich zu hören. Und nur mal zur Erklärung, ich habe also den YouTube-Kanal einmal auf Spanisch und einmal auf Deutsch. Ich mache das auf beiden Sprachen, so mit 60.000 Abonnenten, die mir da zuschauen. Und darum ist das Interview heute also aus Bassisten-Sicht. Und das andere Detail ist, was wahrscheinlich viele auch nicht wissen über mich, das ist, dass in mir das Herz eines Halloween-Fans schlägt. Ich denke da einmal zurück, Ende der 80er Jahre, Klassenfahrt im Bus, alle mit dem Walkman, Halloween-Fans. Als ich dann in den 90er Jahren auch mich für andere Genres interessiert habe, dann kamt ihr da mit eurem super Comeback Master of the Rings mit dem neuen Sänger Andy Derres noch dazu aus meiner Heimatstadt Karlsruhe. Da kann ich mich gut dran erinnern. Und damals... Das war so plötzlich spielt deine Nachbarn in deinen Lieblingsbänden. Ja, ganz, ganz genau. Und leider konnte ich euch auf der Tour nicht sehen, weil ich da im Krankenhaus lag. Aber kannst du das hier sehen, wenn du auf dein Telefon schaust? Ich habe hier... Ja, du hast da ein Bild rausgeschmissen, so ein verdrehtes, ne? Ach, das ist jetzt verdreht bei dir? Bei mir wird es richtig rum. Jemand ist das Inlay-Cover von Master of the Rings. Und da hat mein Kumpel freundlicherweise, weil ich im Krankenhaus war, hat er die Unterschriften da für mich eingesammelt nach dem Konzert. Und über deinem Bild steht auch Markus drüber, kann man deutlich sehen. Also, wenn ich nicht im Krankenhaus gewesen wäre, hätten wir uns früher schon mal getroffen für 5 Sekunden. Und dann bist du ab nach Bogota, oder was? Ah, nee, oder bist du schon lange in Bogota? Ja, schon fast 20 Jahre, aber zuerst habe ich dann Jazz studiert in Deutschland und ein Jahr in den USA. Und dann habe ich da viel Salsa gespielt und kolumbianische Musik. Und dann habe ich euch letztes Jahr in der Movistar Arena in Bogota gesehen. Und mein, du weißt es ja, das Ambiente in Südamerika ist anders als in Europa. Das ist hier richtige... diese Emotionen, allein schon, wenn man da in der Schlange steht, um reinzukommen, das ist schon was... Ist schon ein bisschen was anderes. Die Leute gehen da, sind da noch emotional. Ich hab teilweise Leute heulen sehen, vor Freude tatsächlich. Ne? Ich habe bei eurer Tour vor der Pandemie hat jemand auf Facebook hinterher geschrieben, da habt ihr auch in Bogota gespielt, da hat jemand hinterher auf Facebook geschrieben, Gott möge auf alle Ewigkeit denjenigen beschützen, der mir eine Karte geschenkt hat. Ich hatte versucht, von draußen was zu hören von dem Konzert, da kam er vorbei und sagt mir, brauchst du eine Karte? Hier hast du eine. Und also da spielen sich Dramen. Ist da der Geschenk bekommen? Da spielen sich Dramen ab. Ja. Ja. Und ja gut. Und jetzt ja, das ist doch schön zu hören, dass es so eine tiefen Emotion noch gibt. Das ist ja das, was du mit der Musik eigentlich auch erreichen willst. Ne? Genau. Und da seid ihr in 2 Wochen wieder hier und zwar zusammen mit Monsters of Rock, mit Kiss und Scorpions und Deep Purple. Und da habe ich auch schon 2 Karten dafür. Diesmal muss meine Frau mitgehen. Und nach diesem ganzen Lebenslauf stelle ich mir jetzt die Frage, jetzt bin ich hier mit Markus Großkopf, wie konnte es denn dazu kommen? Ach so, ich dachte, das war schon die erste Frage, wie konnte es dazu kommen? Nicht. Ja, du hast dich halt für gute Musik entschieden. So ist das gekommen. Super. Okay. Ja gut, dann kommen wir zur ersten Frage. Und zwar, ich habe vor ein paar Wochen auf meinem YouTube-Kanal ein sehr polemisches Video gemacht, das nennt sich Warum ich keinen Heavy Metal unterrichte, also ich als Basslehrer. Und in dem Video, das war die Grundbotschaft, da habe ich ein paar Sachen gezeigt, so von Deep Purple und Iron Maiden. Und aber meine Message war, ich möchte eigentlich immer am liebsten Musik unterrichten und nicht, dass jemand ankommt und sagt, ich will nur Metal machen oder so. Das ist dann immer, also ich sehe mich da eher als Musiklehrer, obwohl ich auch Metal höre und spiele.
Aber ja, und dann habe ich aber danach ein Video gemacht, in dem ich sehr wohl Metal unterrichtet habe. Und zwar habe ich mal deine Basslinie bei dem Song Power auseinandergenommen. Oh ja, da hast du ein paar Noten zeigen müssen, ne? Ja, und vor allem habe ich mich da auf diesen Zwischenteil gestürzt vor dem Refrain, diesen Pre-Chorus, wo du diesen Walking Bass, diese Walking Basslinie spielst und dann in der Live-Version, auf dem High-Life-Album auch noch dann, wo das Publikum mitsingt, da machst du auch noch mal so eine Walking-Geschichte. Und da habe ich dann in dem Video praktisch in die Kamera gesagt, jetzt müsste man natürlich am besten Markus direkt fragen, was hat er sich eigentlich dabei gedacht, als er diese Linie sich ausgedacht hat. Zum Beispiel, da schwadroniere ich dann davon, ja, hier beginnt er mit einem D-Moll 7 Arpeggio und dann spielt er hier die Tonleiter abwärts und dann noch weiter sage ich, ja, das wäre theoretisch jetzt hier eine mixolydische Tonleiter. Und da habe ich mich dann selber eben gefragt, übertreibe ich es jetzt gerade? Wie geht denn Markus daran? Das ist die Frage, ja. Ja, also erstmal musst du ja gucken, du kannst natürlich nicht in jedem Song solche Linien spielen, weil erstmal passt der Charakter nicht immer zu jedem Metal- und Hardrock-Song. Und dann brauchst du auch den Song, der nach sowas fragt, der das einfach zulässt. Oder den Part, der einfach dasteht und nach so einer Geschichte schreit oder fragt. So, ne? Und das musst du dann irgendwie raushören. Wenn du das überall machst, du kannst den Song damit natürlich auch tot spielen. Oder die Gesangslinie so überspielen mit dem Bass, dass also ein Ohr kann, ist ja auch nachweislicherweise immer nur fähig, so und so viele Noten in einer bestimmten Zeit aufzunehmen oder zu verarbeiten. Gut, du kannst natürlich 10-mal den Song anhören und dann 10 verschiedene Instrumente irgendwie raushören. Aber natürlich ist es cool, wenn der Bass so homogen spielt, dass er den Gesang nicht stört und trotzdem irgendwie ein bisschen rumjammt, trotzdem irgendwie eine coole Linie spielt, ohne den Rest zu stören und dabei auch noch den Takt beachten und zu rufen und mit dem Schlagzeug zu sein und so, ne? Das ist eigentlich die Kunst bei den ganzen Sachen, sich irgendwas auszudenken, weil Weiki und wenn der Songs schreibt, unser Gitarrist, der sagt auch immer irgendwie, ja, mach mal dies, versuch mal dies. Das ist immer bei Halloween oft so gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen Dinge einfach anders und lassen die Instrumente einfach irgendwie so ein bisschen tanzen, wenn es der Song dann erlaubt. Ne? Bei Rise and Fall habe ich ja auch irgendwie so geschafft, das so reinzubauen, dass es irgendwie anders ist als einfach nur ein Hardrock-Song oder so. Ne? Da greife ich dann zu solchen Mitteln und wühle mir irgendwas raus, was weder die Gitarren noch den Gesang so stört, dass es zu sehr ablenkt, aber trotzdem irgendwie passt. Und man braucht natürlich auch ein bisschen Luft von all den anderen Instrumenten und Arrangements im Song, dass man sowas überhaupt da platzieren kann. Ne? Und das ist eigentlich das Geheimnis, irgendwie mit im Kopf zu haben, auch du willst jetzt da irgendwas machen, was auch so ein bisschen unique ist, ab von dem, was normalerweise gespielt wird, irgendwelche Achtel und hier und da mal eine Harmonienote rein. Wenn ich dann sowas mache, das passt nicht immer, aber dann hat man auch so ein bisschen den Anspruch, jetzt kannst du mal ein bisschen was machen, was außergewöhnlich ist, so, ne? Was Halloween ja auch hier und da sehr oft auch auszeichnet. Und das gilt natürlich auch für den Bass, für die Instrumentierung sowieso. Und ist nicht immer einfach, du kannst es nicht bei jedem Song machen. Ich habe schon Leute gehabt, die haben mich spielen hören oder bei einer Session irgendwie oder auch bei Aufnahmen bei anderen Leuten. Ja, spiel doch hier mal Walking Bass oder so, machst du doch sonst auch immer. Und dann höre ich mir den Song an und sage, ja, gut, aber ein Song muss das auch irgendwie hergeben. Du kannst nicht zu jedem Song Walking Bass spielen, so dass er cool klingt, wie bei Rise and Fall oder eben bei Power oder so. Der Song muss da sein, der Song muss danach fragen. Wenn du jetzt einen brutalen Metal-Song spielst, der irgend gar nichts damit zu tun hat, mit so einem Walking Bass ist ja auch immer ja, sehr groovy, sehr das lebt irgendwie anders als ein Song, der ganz straight nach vorne geht und rein Metal ist. Da spielst du natürlich irgendwas, was zum Song passt. Dann haben die gesagt, du machst ja da gar keinen Mocking. Ich sage, nee, ich höre das in diesem Lied nicht. Das kannst du zwar machen, aber das klingt irgendwie albern. Könntest du natürlich auch machen, zum Pantera-Song Walking Bass spielen. Ja. Ne, oder so. Aber es hat eine andere Ausstrahlung. Pantera meint was anderes mit den Sachen, die sie spielen. Ne? Die wollen ja nicht das erreichen, was wir mit Rise and Fall erreichen wollen,
So, also kannst du nicht zu jedem x-beliebigen Song, kannst du natürlich von den Noten her und von den Tonfolgen abfolgen. Natürlich kannst du borgen, aber es muss ja nicht immer super klingen. Und das ist genau die Herausforderung, die Songs zu finden, wo es irgendwie passt und trotzdem noch Metal ist. Also zumindest Halloween-Metal, ne? Das war bei uns immer so die Herausforderung. Und wenn ich meine, da passt was und ich habe was im Kopf, dann kann ich es noch lange nicht spielen. Dann muss ich mir erstmal raussuchen, wo ich wie, was, wann mache. Ne? Und dann setze ich erst, dann setze ich mich hin. Wenn ich selber meine, so, der Song hat das Potenzial, der fragt mich sowas, da könnte sowas passen. Das sagt ja eigentlich das Lied selber, was es haben will. Ne? Du musst es nur bedienen, sozusagen. Ja, sehr So habe ich mir interessanter. das immer an. Sehr interessante Einblicke für mich. Ne? Da passen auch gleich noch ein paar Fragen dazu, die mir Zuschauer von meinem YouTube-Kanal geschickt haben, weil ich gestern gefragt hatte, ob gute Fragen weiß für Markus Großkopf. Und da ist die Frage, was sagen denn die anderen Bandmitglieder dazu, wenn du mit einer Walking-Linie ankommst? Aber du hast es ja fast schon beantwortet. Es muss dazu passen, es muss zu dem Also Song ja, passen. ja. Und die andere Frage war, wo kommen denn deine Einflüsse her, dass du überhaupt dazu kommst, den Walking Bass zu spielen? Das verbinde ich gleich mal mit meiner Frage. Wenn ihr jetzt mit Deep Purple in 2 Wochen hier im Stadion spielt, vor 40.000 Leuten, sind das, oder und Kiss, sind das Einflüsse aus deiner Jugendzeit? Ist das mit deinen, sind das Vorbilder von dir, mit denen du jetzt dir die Bühne teilst im Stadion? Ist das nicht toll? Also definitiv. Ich meine, Roger Glover ist ein armer Bassist mit seinem. Also das sind da so die Könige der Jam Sessions aus den 70ern und so. Da habe ich mir natürlich einiges von abgeguckt und kann mich auch sehr, sehr mit sowas identifizieren, diese Stunde. Sehr gut, das macht man natürlich heute nicht mehr so. Aber wir machen ja auch hier und da oft mal lange Songs, die auf diese Art und Weise aufgebaut sind. Natürlich anders als in den 70ern, aber da ging das ja los mit den alkoholischen Sessions und ewig lang Jam-Sessions auf der Bühne und so. Teilweise haben die stattgefunden auf nur auf 3, 4 oder 5 Akkorden oder so. Ne? Und da haben sie natürlich gejammt wie die Weltmeister. Da hatte er eine Gitarre und eine Hammond-Orgel dabei. Klar, das hat mich natürlich mega beeindruckt und so. Ne? Und was Gene Simmons so am Bass gemacht hat, das fand ich auch geil. Das war einmal, wenn du dir Last Gun anhörst und solche Geschichten, das waren mit die ersten Platten, wo ich gemerkt habe, ja, so ein Bass kann auch tanzen irgendwie, ne? Weil Love Gun tanzt auch irgendwie so und was er sonst oft so gemacht hat. So. Da habe ich mir diese Platten angehört und habe mir solche Sachen tatsächlich auch rausgehört vom Gene Simmons, ne? Weil ich das irgendwie cool fand, wenn du anfängst und so mit anfängst und das Spiel, nimm dir mal den Bass von Love Gun oder sowas und spiel den zum Taktell als Anfänger so. Ne? Das sind nicht so viele Noten, aber du musst rufen und es macht eine gewisse Atmosphäre so. Und du musst das Gefühl da auch mit reinspielen, so, ne? Damit es dann auch so klingt wie Love Gun oder so. Und somit habe ich von Platten geübt. Von solchen Songs auch. Und den Purple-Songs kannst du natürlich auch wunderbar mitspielen, weil die mega kurven. Ne? Und jetzt ist ja kein Geheimnis, du hast vor langer Zeit auch mal Kontrabassunterricht genommen. Also jetzt abgesehen von jetzt den Einflüssen von den Bands, die du damals gut fandest, kommt da auch ein bisschen Kenntnis her von Harmonielehre, von Akkorden, von dem Kontrabassunterricht oder war das was ganz anderes, was damit jetzt mit Halloween nichts zu tun hat? Das war eigentlich eher was ganz anderes, was mit Halloween nichts zu tun hatte. Ich war auch nie jemand, der Unterricht genommen hat und den ewig Skalen und Harmonien geübt hat. Ich habe das eher so aus dem Bauch als, sagen wir mal, Autodidakt gemacht. Was ich geil fand, da habe ich mich drum gekümmert. Ich spiele auch keine Noten oder sowas, ne? Und das kommt alles so irgendwie aus meinem Kopf. Wenn ich was will, kann ich da unheimlich verbissen dran arbeiten oder so. Ne? Ich habe mir jetzt hier 2 Kontrabässe gekauft und ich spiele nicht wirklich so Jazz-Sachen oder sowas. Ich bin eher so von den Stray Cats beeinflusst, was das betrifft oder sowas. Ne? Und versuche so ein bisschen rumzuschleppen auf den Kontrabass. Ne? Lee Rocker ist da mein größter Einfluss mit solchen Sachen von den Stray Cats und sowas. Ne? Sowas versuche ich zu machen. Dann kommen wir hier, vielleicht lieber auch nochmal was aus. Und das mache ich dann einfach. Irgendwie das, ja gut, das ist natürlich ganz, ganz anders als mit dem E-Bass. Und ja, klar, es klingt anders, es ist anders zu spielen, es ist eine andere Atmosphäre, es ist eine ganz andere Welt einfach. Und das
irgendwie fasziniert mich das. Ne? Ich bin jetzt nicht so ein Jazzer, ich habe so ein paar Linien, die ich spiele und dieser Bass surrt so und ist so warm und dieses Fettnis. Allerdings muss ich sagen, der ist ein Bundlos. Ich habe mir tatsächlich an der Seite noch ein paar Bundpunkte gemacht. Ne? Ja, das ist ja vollkommen. Und so an der Seite wo, damit ich ein bisschen klar komme. Damit komme ich super gut klar. Ich bin jetzt kein großer Riesenkünstler, aber es macht mega viel Spaß. Und ich bin auch mit einem Kumpel dabei, sowas zu machen. Es klingt einfach geil. Es ist einfach dieser Ton, der so eindringlich irgendwie in dir was auslöst. Ne? Du hast das Ding ja auch irgendwie direkt am Körper. Ja. Und das summt und surrt im ganzen Bauch und du spürst es im Arsch und überall. Das finde ich so total geil an dieser Riesenkiste. Ne? Liege ich richtig in meiner Vermutung, dass du dich eher als Musiker fühlst, denn als reiner Metal-Bassist? Nach dem, was du auch jetzt gerade gesagt hast? Nee. Weiß ich nicht. Ja, ich spiele auch noch, Gitarre spiele ich ja auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Cigarbox-Gitarre gehört hast. Das sind so Zigarrenkisten-Gitarren. Damit spielst du so, die haben drei Saiten, sind gestimmt auf dem offenen G und damit spielst du so Mississippi Delta Blues mit Slide und so teilweise auch. Ne? Das interessiert mich auch sehr, was vom Blues so kommt. Das beantwortet, glaube ich, auch eine weitere Zuschauerfrage, die ich habe, ob du auch andere Musik privat hörst, aber das hast du ja praktisch damit schon zugegeben, dass du nicht nur Metal hörst und nicht nur Metal exklusiv spielst. Ja gut, Metal und Rock generell ist so meine Lieblingsausdrucksform in der Musik. So die etwas härtere Gangart von Rock'n'Roll oder Blues auch, oder auch leichten Blues, zwischen Gospel, da kann ich mich sehr gut drin wiederfinden. So, aber ich mag so eine Musik unheimlich gern, die kommt ehrlich aus dem Arsch raus, ne? Aus dem Herzen, fühlt sich gut an. Irgendwie so, das finde ich ganz geil an dieser Blues-Gospel-Geschichte. Ich meine, es gibt auch geile Funk-Sachen und so, ne? Aber so. Das Herz schlägt für Rockmusik generell so. Ne? Das kann natürlich auch von Metal bis was weiß ich, bis von Blues bis Metal. Es gibt ein paar geile Funk-Bassisten, es gibt ein paar geile Fusion-Bassisten, wobei mein Lieblingsbassist überhaupt ist dann John Entwistle, weil der hat ganz viele Geschichten gemacht, die damals das Bassspiel überhaupt revolutioniert haben. Ne? Auch sowohl mit dem, was er gespielt hat, als auch mit dem Sound, den er irgendwie da auf manche Platten genascht hat. Ne? Das hat mich tierisch beeindruckt, so zum Beispiel. Dann habe ich hier noch, habe ich noch eine gewisse Neugier. Und zwar, da sieht man live, ich habe es auch kurz einen Videoausschnitt in meinem YouTube-Video drin, wie du, also du scheinst, also du hast selber jetzt schon öfter von Tanzen gesprochen, der Bass tanzt oder so im Walking Bass, aber du tanzt ja selber auch auf der Bühne, machst gewisse Tanzschritte beim Intro von I Want Out, habe ich dich gesehen, jetzt letztes Jahr. Und das auf mich macht das den Eindruck, dass du total locker bist, jetzt, also als Person sowieso, aber auch als Bassist auf der Bühne vor 10.000 Leuten. Wie siehst du das selber? Hast du diese Tanzschritte einstudiert oder kommt das ganz automatisch, du denkst da gar nicht drüber nach? Nee, das läuft so in einem rein. Man hört das ja, man spielt es, man fühlt die ganze Musik und dann ist irgendwie alles eins im Ideal. Ich klappt natürlich immer jeden Abend, wenn der Sound mal anders ist oder mit Charles drauf geht es anders. Aber in der Regel passiert das eigentlich so von alleine. Das ist so eine Magie, die entsteht, wenn viele Leute zusammen spielen und da klappt was und dann hast du auch noch Publikum. Das reagiert sofort. Das ist ja ganz, ganz anders als im Studio. Machst du nochmal hier und da auch, denkst du, ach komm, hier, lass nochmal einen Drop machen, den Strophe nochmal. Aber diese 1-zu-1-Sache, diese Noten, die du spielst direkt vom Publikum, die sind unwiderruflich und die müssen sitzen und was bewegen. Und da kommt direkt auch das Feedback dann zurück. Und wenn das alles stimmt, dann tanzt alles. Dann tanzen deine Noten, dann tanzt dein Lauf, dann tanzt du selber. Dann wackelt dein Arsch. dann kriegst du verdammten Durst auf Bier. das ist alles so aufwühlend plötzlich, dass alles irgendwie ineinander stimmt so, ne? Ja. Jetzt das wühlt einen auch so tierisch auf, dass man, ich kann, also stundenlang nach dem Lied nicht pennen. Ich werde nicht müde. Ich bin so auf. Das dauert ewig lange, bis ich runterkomme. Ne? Aha, okay, ja.
Jetzt seid ihr ja, habt ihr ja dieses Image, du und insgesamt als Helloween, dass ihr euch selber nicht so bierernst nehmt im Vergleich zu Pantera, was du vorhin schon angesprochen hast, also musikalisch und auch so. Ich nehme nur mein Bier, ich nehme nur mein Bier ernst. Hat sich das zufällig ergeben, als ihr in den 80er Jahren zusammengefunden habt, dass ihr alle auf der gleichen Wellenlänge wart? Oder hat jemand, wie soll ich sagen, dieses Image Design so hat gesagt, wir machen hier diese Zeichentrick-Cover mit dem Kürbiskopf und so? Oder hat einfach die Chemie zwischen euch gestimmt? Wie hat das angefangen? Ja, wir waren so eine Döse-Battle, wir waren so Torfköpfe, die ganz viel gelacht haben. Uns hier und da mal betrunken und haben Spaß gemacht und irgendwie haben wir immer gelacht und irgendwie war alles witzig. Und das war irgendwie so gut, warum haben wir gedacht, warum, das gab ja Metallica, Slayer und was es nicht alles gab, Venom damals und. War ja alle ernst, war ja auch nicht schlecht. Und dann hätten wir den Leuten was vormachen müssen, dann hätten wir irgendwas spielen müssen, was wir gar nicht sind so. Ich meine, so wie wir dann irgendwie unsere Shows machen, klar, da spielt man sich auch mal schön als Macho auf, kann man ja mal auf der Bühne so breitbeinig einen schönen Rocker machen, den Macho-mäßigen, aber im Grunde genommen ist es dann auch nur irgendwie aus Spaß, ne? Wir sind so Torfköbel und haben gesagt, nö, wir müssen uns ja nicht unbedingt verstellen und jetzt einen auf Bier ernst machen, nur weil wir Metal spielen. Warum nicht so bleiben, wie wir sind, ne? Ja. Wir hätten uns ja auch lustige Künstlernamen geben können, aber auch das haben wir ja dann lieber gelassen, ne? Ja, ich sehe mir gern Interviews mit euch an. In einem Interview wurdest du gefragt, ob die letzte Platte, ob du die auch für die beste hältst. Und du hast geantwortet, die letzte Platte war eigentlich nur die zweitbeste, denn die beste Platte wird ja unsere nächste Platte werden. Das sind so Dinge. Da gibt es andere Bands, wo ich das Gefühl habe, dass die Plattenfirma die Antworten vorschreibt und immer das Gleiche dann abspulen in jedem Interview. Ja, naja, vorschreiben kann man uns nichts. Auch wenn die sagen, mach mal dies und das, das wird auch nicht klappen, weil wir uns erstmal nichts merken können, was wir gesagt kriegen und dann oft auch keinen Bock drauf haben. Ne? Aber es klappt und das weiß aber auch mittlerweile jeder irgendwie. Ne? So die grundlegenden Sachen klappen ja irgendwie so. Ne? Wir gehen auf die Bühne, machen unser Kram, ziehen uns schick an, kämmen uns die Haare. Unter ganz vielen YouTube-Videos lese ich Kommentare, viel auf Spanisch, manche auf Englisch, von Leuten, die sagen, du bist der most underrated Metal-Bass-Player. Also viele Leute haben immer das Gefühl, dass du so virtuos bist und dir gar nicht genug Beachtung zugutekommt. Siehst du das auch so oder denkst du, dass das normal ist für einen Bassisten, dass die Leute eher auf Sänger und Gitarrist schauen? Ja, von Leuten, die da eher hören, es gibt ja auch Leute, die hören viel Musik, was ja auch eigentlich gut ist. Die sollen ja auch nicht gar nicht die einzelnen Instrumente hören, die sollen nur den Song hören und sagen, oh, der Song ist geil, da gibt es ja gar nicht. Ich kenne Leute, die können den Bass noch gar nicht mal raushören oder die Gitarren. Manche Leute fragen mich beim Solo, wenn die so eine Spalte hören, ist das jetzt der Bass? Sag ich, nee, ganz anders. Aber es ist auch okay so, die sollen das gar nicht. Wenn die das als gut empfinden und als geil und als angenehm, was sie da hören, dann reicht das. Die sollen das gar nicht auseinanderflippen, weißt du? Ja. Die sollen das Gesamtergebnis sehen und sich damit wohlfühlen. Und wenn dann einer keine Ahnung von den einzelnen Instrumenten hat, dann ist das auch völlig in Ordnung. Die sehen sowas nicht, ne? Aber für die Leute, die sich da ein bisschen mehr reinfuchsen und vielleicht selber auch spielen, die merken dann sowas und ja, Gott. Weiß ich nicht, underrated, das ist natürlich ein super Kompliment, da bin ich auch sehr dankbar für. Und das kommt wahrscheinlich davon, dass wir immer versucht haben, nicht nur irgendwie so als Typen irgendwie anders zu sein, wie die bierernsten Metaller, sondern auch in der Musik irgendwas anders zu gestalten, als immer nur straight forward und bloß keine anderen Tönchen da reinzuspielen, als wie die sonst immer sind, weißt du? Ja. Wir haben halt immer so gemacht, was man wollte. Und irgendwann haben die Leute das wahrscheinlich honoriert. Ja, das. Und das nehme ich natürlich als Kompliment an. Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt bin ich, ist ja so, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich bin seit fast 20 Jahren in Südamerika und kenne also verschiedene Kulturen. Und wenn ihr reist ja fast ständig durch die Welt. Bekommst du eigentlich von verschiedenen Kulturen was mit? Also ist es nur, dass du im Bus oder im Taxi gefahren bist, vom Flughafen zum Hotel, vom Hotel zum Soundcheck?
Oder bekommst du auch Dinge mit, ich sag mal was Klischeehaftes, zum Beispiel jetzt, wo ich bin in Kolumbien, bekommt ihr das auch mit, dass vielleicht der Busfahrer nicht so ganz pünktlich auftaucht? Oder ist das bei euch so durchgetaktet, dass es in jedem Land alles gleich abläuft? Ist das in Japan genauso perfekt wie in Brasilien? Oder kriegt ihr da schon Unterschiede mit von der Mentalität her, von den Leuten, mit denen ihr zu tun habt? Ja, das Essen, das Zusammensein ist oft anders wie in manchen Städten. In Brasilien ist es auch, also überhaupt Südamerika ist natürlich mega emotional. Wie ich gesagt hatte, da siehst du Typen im Konzert, die heulen vor Freude oder sowas. Ne? Das ist natürlich eine ganz kleine Sache. So. Das siehst du sonst nicht irgendwo. In Japan sind sie eher super strikt und pünktlich und sind nicht die. Da gibst du denen nicht die Hand, sondern machst einen kleinen Knicks oder einen kleinen Bow. Und das ist ganz anders. Das Essen ist anders. Die sind eben anders gastfreundlich, drücken das total anders aus. Ne? Ja. Das sind dann alles, und man startet nie wirklich hinter die Kultur wegsteigen, weil sie vielleicht auch gar nicht wollen, dass du alles wissen sollst oder so. Ne? Die sind aber noch nett, freundlich, mega gastfreundlich und gut ist. Ne? Ja. Und das ist von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent natürlich auch anders. So, ne? Mhm. Also du kannst in der japanischen Mentalität überhaupt nicht mit einer südamerikanischen Mentalität vergleichen. Das Ganze ist beides super toll und super freundlich, aber total verschieden. Ne? Ja. Da kriegt man auch schon was mit, wenn man abends loszieht, dann triffst du Leute und mit denen redest du. Und, ne? Ja, super. Da triffst du schon einige. Ja. Sehr interessant. Das macht schon auch Spaß und das trainiert natürlich auch ein bisschen die Birne von wegen, hallo, ach so, da gehen Dinge anders ab. Okay, ist ja klar, da kriegst du natürlich ein Gespür für Leute und wenn man durch die Welt reist, dann wird man sensibler für andere Kulturen, natürlich auch ein bisschen sensibler für andere Meinungen, für andere Sichtweisen auch. Plötzlich denkst du, ja klar, der kommt von da und da, ist ja klar, der ist erzogen worden. Der kann das wahrscheinlich erstmal nur so sehen, wie es liebt. Aber da kriegt man dann eher ein Gespür für, als wenn du 60 Jahre nur von deinem Haus eine halbe Stunde zur Arbeit fährst und dein Dorf nie verlässt oder so. Ja, das bist du wahrscheinlich dann anders denken. Da hast du mich jetzt super hingeführt zu meiner letzten Frage. Unsere Zeit ist ja schon lange abgelaufen. Und zwar, es ist ja kein Geheimnis, du hast ja eine Fleischerlehre gemacht. Und jetzt, wenn du jetzt zurückblickst auf die tolle Karriere, die du bisher gehabt hast. Wie gesagt, in 2 Wochen spielt ihr hier im vollen Fußballstadion. Übrigens, wenn du da die 40.000 Kolumbianer siehst und der große blonde Kopf, der rausragt, das bin ich, nur dass du Bescheid weißt. wenn du also zurückblickst, glaubst du, du hättest das mit dem Fleischer durchgezogen, wenn Halloween jetzt keine international bekannte Band geworden wäre? Oder glaubst du, du hättest dich sonst irgendwie mit anderen Musiksachen durchgeschlagen, weiß ich nicht, als Basslehrer in einer Bluesband oder was glaubst du? Denkst du überhaupt darüber nach, was dann gewesen wäre? Ja, habe ich schon öfter, auch damals. Man konnte ja nicht wissen, dass das so weit geht, dass wir heute immer noch übrigens auf einem Festival wie diesem mit Leuten wie Deep Purple und Kiss und Saxon ist, glaube ich, auch noch da und so. Ne? Jetzt bald fast schon in unseren 60ern sind viele von uns und trotzdem noch die jüngste Band auf Billing sind. Ja, ja, ja. Das fand ich super, super cool. Da werde ich alt und bin trotzdem noch der Jüngste. Das finde ich schon mal ganz geil. Aber was hätte ich denn? Wir konnten ja nicht wissen, dass es so weit geht. Ne? Wir haben natürlich immer gehofft und das Beste dafür gegeben, auch alles dafür gegeben, aber hätte ja nun auch anders laufen können. Dann hätte ich definitiv weiter Musik gemacht, irgendwie, was weiß ich, einen Job hätte ich natürlich haben müssen. Ich hätte mich nicht gleich, ich hätte deswegen, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, mit Benzin übergossen oder so, sondern ja, Fleischer wäre ich nicht geworden. Ich habe dann als Zivildienst gemacht. Als Pfleger mit alten Damen, die haben mir dann angeboten, da noch irgendwie 1,5 Jahre weiterzumachen, dann hätte ich einen Pfleger in der Tasche. Das wäre definitiv für meine Knochen gesünder gewesen, weil wenn du 40 Jahre Schlachter bist du kaputt, dann bist du halb tot. Ne? Oder durch den Fleischer hätte ich auch einen Koch machen können noch.
Ich hätte und wäre dann als Koch in die Welt gezogen, mal in die Schweiz oder hier mal kochen, mal da mal kochen. Siehst du? Das war auch ein Knüppeljob. Aber definitiv hätte ich immer Musik nebenbei gemacht. Also das war schon mal klar. Da habe ich irgendwelche Bands und Leute, mit denen ich spielen, hätte ich definitiv immer. Weil wir haben damals schon in der Hamburger Szene ganz viele Leute kennengelernt, mit denen wir Musik gemacht haben. Die machen heute noch Musik teilweise. Dann hätte ich irgendwie andere Musik gemacht mit anderen Leuten. Aber siehst du? Definitiv hätte ich immer wenn du Musik sagst, gemacht. Ja, aber wenn du sagst, als Koch hättest du dann auch leicht in anderen Ländern mal arbeiten können, da steckt ja schon was in der drin, die Neugier, Welt zu erkunden. Also das ergibt für mich Sinn insgesamt. Ich denke auch, wenn das passiert wäre, angenommen, hätte ich denn da irgendwo was sonst wo gearbeitet, man ja hier, man ja da, hätte aber auch definitiv immer einen Bass mit dabei gehabt und wir hätten geguckt, was da gegangen wäre. Ja, ja. Ja, super. Also das war's von meiner Seite. Ich danke dir sehr herzlich für die Gelegenheit, für dieses Interview. Es war einerseits jetzt Kindheitstraum, mit dem Bassisten von Helloween sprechen zu können und andererseits beruflicher Sache, weil ich Basslehrer bin und meinen Basskanal habe, hat das auch beruflich jetzt gut zusammengepasst. Also für mich einfach spitze heute das Gespräch mit dir. Vielen Dank. Das freut mich doch, wenn es dich beglückt. Gut. Dir einen schönen Abend, alles Gute und eine gute Reise dann, wenn ihr nach Kolumbien kommt. Ja, danke schön. Wir werden jetzt noch mal eine Woche proben. Wir haben jetzt ein paar Wochen nicht gespielt. Und jetzt ziehen wir uns noch mal schön eine Probe rein für eine Woche und gucken, was wir da im Set packen oder ändern. Was, mal sehen. Noch mal ein bisschen warm spielen. Ja, ihr müsst ja ein paar Songs weglassen, nicht? Ihr dürft wahrscheinlich keine 3 Stunden spielen bei dem Festival. Nee, das will ich, aber dann kommen wir zurück nach Deutschland und da haben wir gleich wieder 2 Headline-Gigs. Ah ja, super. Dann fehlt die Stunde wieder. Ne, wir müssen uns auch warm tanzen. Genau. Super. Okay. Gut dann. Also alles Gute und bis vielleicht irgendwann mal wieder. Danke. Tschüss. Guti, bis dann noch. Ciao. Ciao. Mira ahora este video en el que he desmontado un bajo caminante de Marcus de una forma realmente académica. Aunque él dice que más bien toca desde la tripa.